Grüß euch, hier ist Pastor Sven Barth. Wir hatten manchmal gefragt, Sven, du hattest ja eine theologische Ausbildung gemacht. Was waren da die Dinge, wo du sagst, das war echt gut? Und ich muss zwei Dinge hier erwähnen. Einmal, die Sprachen fand ich gut zu lernen. Das ist sehr hilfreich auch für die Predigtvorbereitung, auch um tiefer in den Text zu gehen. Und das andere war die Kirchengeschichte. Warum Kirchengeschichte? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und für mich war die Kirchengeschichte interessant, dass man so in der ganzen Kirchengeschichte die ganzen, sag mal jetzt nur 2000 Jahre, mit denen wir uns auseinandersetzen, im 21. Jahrhundert, dass es die Dinge oft sind, die schon vor 500, vor 1000 Jahren gab, vielleicht sogar schon vor 2000 Jahren. Und das ist einfach, finde ich, sehr sinnvoll, sich mit Kirchengeschichte auch mal zu beschäftigen. Und wenn jetzt jemand sagt, oh nein, Kirchengeschichte, was Trockenes. Kirchengeschichte muss nicht trocken sein, sondern es gibt gute Bücher darüber. Und ich möchte euch heute vier Stück mal, möchte ich euch empfehlen. Vier Bücher, die euch Lust machen sollen, zumindest sich mal mit Kirchengeschichte zu befassen. Und das erste möchte ich euch zeigen. Ich glaube, ich denke, ein Klassiker. Das ist die 2000 Jahre Kirchengeschichte von Armin Sirzin. Und dieses, ich habe hier noch vier Bände, das gibt es mittlerweile in einem Band, das ist ein rotes Band, also vier in einem. Und dieser Armin Sirzin, der, finde ich, macht das ganz toll, sehr gut verständlich, geht wirklich von Anfang der Kirchengeschichte, Apostelzeit, über die ganzen 2000 Jahre bis in die heutige Zeit. Und ich finde, es werden so viele Dinge angesprochen, natürlich immer nur punktuell. Und ich sag mal, für jemanden, der sich bis jetzt noch nie mit Kirchengeschichte befasst hat, ist das ein guter Einstieg, dass er mal so die Epochen zumindest mal im Ansatz mal kennenlernt, was ist da geschehen zur Zeit, sag mal, der Päpste, zur Zeit des Pietismus, zur Zeit der Reformation, auch dann die verschiedenen, ich schaue gerade mal, Philosophie und Theologie im 19. Jahrhundert. Also ist wirklich sehr gut geschrieben, sehr einfach geschrieben. Armin Sirzin hier, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Kostet, glaube ich, mittlerweile 50 Euro das Band, aber hat dann auch, ich glaube, 1000 Seiten oder vielleicht sogar mehr. Dann habe ich hier für uns ein auch vierbändige Kirchengeschichte. Und ich war erstaunt, ich habe das damals auf dem Hemberg in der Schweiz kennengelernt, und zwar von Peter Uhlmann heißt er. Ich kannte das vorher überhaupt noch nicht. Auch vier Bände, und zwar, das sieht so aus hier, das Band über Pietismus. Dann gibt es noch das Band über Reformation, Gegenreformation, also auch katholische Kirche. Das Mittelalter, auch sehr interessant. Und das Christentum in der Antike, das heißt die Anfänge der Antike. Und hier finde ich interessant, da kommen so Dinge, wie hat sich die Taufe entwickelt, wie hat sich das Abendmahl entwickelt. Und er bringt hier immer, also das ist ganz toll aufgemacht auch, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, sehr grafisch schön gestaltet. Er bringt immer auch Originalquellen, Quellestudium. Tertullian führt er hier an, hier nochmal Tertullian. Tertullian ist einfach schön auch hier dargestellt. Das ist eine Buchreihe, die sehr einfach geschrieben ist. Also wirklich für jemanden, der sagt, ich möchte einfach mal einen Einblick haben in die Entwicklung auch, wie hat sich das Christentum entwickelt, finde ich super. Schade ist hier eben, dass er im Pietismus aufhört. Also das kann ich sehr gut empfehlen. Da muss man im Internet suchen. Also das Christentum von Peter Uhlmann, Esra, Nett, das ist, denke ich, auch ein kleiner Verlag, kenne ich auch so nicht. Aber wirklich lohnt sich. Also wer das Näheres möchte, ISBN-Nummer oder so, kann ich gerne anschreiben dafür. Sehr zu empfehlen. Dann habe ich noch eins. Alistair McGrath, Der Weg der christlichen Theologie. Das ist auch ein Wälzer, wahrscheinlich keine Nachtlektüre zum Entspannen. Aber er geht eigentlich genauso vor. Das Buch ist in drei große Teile eingeteilt. Und zwar, er geht einmal auch, erster Teil wie eine Kirchengeschichte, also sehr, sehr abrissartig vor. Dann hat er einen zweiten Teil, da geht es um Quellen und Methoden. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, trocken. Da geht es auch um Philosophie und Theologie.
wenn das jemand interessiert, ist es brillant. Aber ich sag mal so, die christliche Theologie, und da fängt es dann wieder an, auch zum Beispiel Gotteslehre, Trinitätslehre, die Lehre von der Person Christi. Also er greift hier eigentlich alles auf, was so 325 zum Beispiel auf den Konzile oder 451, was gab es noch, 381, diese Frage um der Heilige Geist, ist er göttlich oder die Zwei-Nature-Lehre Jesu Christi oder ist Jesus Gott? Genau. Das wird hier gut beschrieben. Ich finde auch nicht überfordernd, in einem guten, flüssigen Stil. Aber wie gesagt, man muss da halt schon ein bisschen Muße haben, um sich damit näherst auseinanderzusetzen. Hier Karl Barth zum Beispiel, Karl Rahner. Ist ja interessant, auch mal die Leute kennenzulernen von ihrem Denken, denen wir jetzt so nicht folgen, sondern was haben die eigentlich gedacht, warum haben sie so gedacht, warum gibt es die Entwicklung in der Kirchengeschichte? Ich finde, ist ein Buch, das sich lohnt. Das Letzte, was ich euch ans Herz legen möchte, und das gibt's, denke ich, sicher noch zum Bestellen, Axel Schweiger. Geschichte und Gott, eine Deutung aus christlicher Sicht. Ich finde das echt richtig gutes Band. Das ist sehr überschaulich, das hat ja gut 700 Seiten, aber wenn er mal reinschaut hier, sehr viel Bilder, sehr viel, also ist ganz toll gestaltet, finde ich super. Ich glaube, es kostet 30 Euro sogar nur. Also, das ist es wirklich wert, auch gelesen zu werden. Geschichte und Gott, Axel Schweiger. Nochmal, Kirchengeschichte ist wichtig, dass man zumindest mal einen Einblick hat, sich damit zu beschäftigen, als Nachfolger Jesu auch. Auch hier, es gibt natürlich noch andere Kirchengeschichte. Es gibt Kirchengeschichte von Menschen, die Universitätsprofessoren sind. Das liest sich dann auch so, die, sagen wir, zum Teil auch nicht gläubig sind. Aber das spielt auch in dem Fall keine Rolle. Wer sich mit Quellen da näher beschäftigen möchte, kann das auch eine gute Hilfe sein. Es gibt auch von der Brüderrichtung eine Ausführung der Kirchengeschichte, zum Beispiel Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Da muss man halt wieder sehen, das ist nur von der Brüderseite her geschrieben. Also ist in dem Sinn auch mit einer Blickrichtung. Aber auch hier kann man auch reinlesen und ist sicherlich gut. Okay, vier Empfehlungen zur Kirchengeschichte. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen dazu ermutigen, auch sich mit sowas zu beschäftigen mal. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin alles Gute, euer Pastor Sven Barth.